Ja, da sind wir wieder. Wieder der Caster eures Vertrauens, Alpi. Ich spiele ein 2 gegen 2 und zwar auf Tohoku-Wald gegen zwei Spieler der Ukrainian Warlords, Renovatio und Humi. Ukrainian Warlords, ziemlich großer Clan, ukrainischer Clan. Mein Mitspieler hier, mein Partner heißt Helkanis, ist ein deutscher Spieler. Mit ihm habe ich in letzter Zeit ziemlich häufig gespielt. Ganz netter Kerl. Und nebenbei ein sehr guter Spieler, ein Rusher. Spielt liebend gerne mit seinen Naginata-Kriegermönchen. Vermutlich wird er jetzt böse sein, wenn ich ihn hier als Rusher bezeichne. Aber ich finde ja, Rushen ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ich selber rushe ja auch hin und wieder. Und er hier macht das ganz gut. Sehr offensiver Spieler, sehr aggressiver Spieler. Und ja, in diesem Match auf Tohoku-Wald nehmen wir es mit zwei ziemlich guten Gegnern auf. Sehr erfahren, beides. Einer ist ein Gold-Level 10 und der andere ist, glaube ich, ein Silber-Level 10. Bin mir aber nicht mehr so sicher. Auf der einen Seite hier der Humi, hat Naginata-Begleiter up front, hat Lundenschloss-Samurai, allerdings nicht so stark von der Reichweite her. Zwei Stück. Dann hat er hier Nodachis, ja, Nodachis. Noch mehr Nodachis, ziemlich starke Nodachis. Ja, geht so zwar. Ja, 17 Nahkampfangriff. Wobei die werden natürlich auch gedroppt, weil wir beide hier den Fugu-Koch verwenden. Er hier, sein Kumpel, hat eine ganz ähnliche Armee. Auch, ja, bisschen Rush-lastiger. Hat ziemlich viele Schwerter, Katanas, Nodachis, Schwertbegleiter. Hat Lundenschloss-Kriegermönche in der Hinterhand. Also auch eigentlich eine Schwertarmee. Ja, und das sind dann doch, das sind sehr offensive Setups, die die hier haben. Sie haben auch so einen Retainer noch mit dabei. Der gibt, glaube ich, minus 1 Moral auf all unsere Truppen. Ich bin mir aber nicht. Oder minus 1 Nahkampfangriff. Das ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Retainer heißt. Der hat nur so eine helle Flamme. Und der sollte eigentlich bei uns die Schwerter droppen. Jetzt haben wir nur Nodachis. Ja, genau. Die haben Fugu-Koch und diesen Retainer, diesen Flammen-Retainer. Und ihr seht jetzt, also meine an sich sehr, sehr starken Schwertkampfeinheiten hier, also die Katanas, die haben normalerweise 20 Nahkampfangriff, die haben noch 17. Also ziemlich massiver Drop. Ja, vielleicht kurz zu meinem Setup. Das kennt ihr mehr oder weniger. Ich habe zwei Einheiten Nodachis, nicht so hoch gelevelt. Ich habe Katana Samurai. Ich habe drei Einheiten Naginata Kriegermönche. Yari Ashigaru als Backup. Habe Lunkenschlösser mit ziemlich viel Reichweite. Ja, zumindest eine Einheit mit Reichweite. Ah, oder Moment, sind die auch gedroppt? Das kann natürlich sein. Nein, sind nicht gedroppt. Habe eine Einheit mit 125er Reichweite und eine andere, die nicht so hoch geskillt ist. Die hat nur in Anführungs- und Schlusszeichen 100er Reichweite. Ich habe hier drüben einen abgespaltenen Flügel mit Billigeinheiten, Naginata-Begleiter, Schwertbegleiter und hat noch ein bisschen Kavallerie. Yari-Kavallerie und leichte Kavallerie. Unsere Gegner haben auch Kavallerie, werden wir aber hier später sehen. Ja, und er hier, er hat vor allem etwas, und zwar Kriegermönche. Und die sind saustark. Ja, seht mal diese Kriegermönchseinheit an. 25 Nahkampfabwehr, 18 Moral, ziemliche Monstereinheiten. Und das ist eine Kriegermönchseinheit, die hat Banzai. Ja, ihr seht es drüben. Die hat also den Kriegsschrei und Banzai. Und er hat gleich noch so eine Einheit hier. Kriegermönche mit Banzai. Das rockt. Gut, und unser Ziel in der Schlacht war eigentlich ziemlich klar. Das hier ist das Moral-Dojo. Das ist das wichtige Dojo. Ich habe die Lundenschlösser, also habe ich gesagt, hey, ich sichere dieses Dojo. Und er mit seinem starken Rush-Setup hatte eigentlich hier die Aufgabe, die Flanke aufzurollen und mir dann später zu Hilfe zu kommen. Weil davon konnte man schon mal ausgehen. Er war ihm hier vermutlich überlegen, schon zu Beginn des Spiels. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Er hat die stärkeren Einheiten. Hier taucht jetzt ein bisschen Kavallerie auf von unseren Gegnern. Kriegermönchskavallerie, Yari-Kavallerie, also mein Gegner hat hier ziemlich viel Kavallerie. Vier Einheiten Kavallerie. Der andere Spieler nicht, soweit ich es beurteilen kann, bisher noch keine Kavallerie aufgetaucht. Ja, und genau das machen wir jetzt hier. Ich beziehe hier Position.
Und meine Aufgabe, das ist vielleicht ein bisschen sowas, was man bei 2 gegen 2 Matches sich vergegenwärtigen muss. 2 gegen 2 Matches unterscheiden sich massiv von 1 gegen 1 Spielen. Weil in einem 2 gegen 2 könnt ihr nicht einfach nur stur euren Gegner im Visier haben und den besiegen. Ihr müsst stets das Ganze überblicken. Das heißt, ihr braucht einen Plan. Ihr müsst die Flanke eures Gegners schützen und ihr müsst irgendwie versuchen, euch einen Vorteil zu verschaffen. Und wir hatten einen Plan, nämlich Moral-Dojo holen, hier aushalten und er hier rennt einfach drüber. Und ihr seht, das klappt bisher ganz gut. Unsere Gegner kommen nicht so schnell zum Dojo. Das Dojo ist jetzt dann bald in meiner Hand. Und als ich dann noch gesehen habe, dass ich eigentlich Luntenschloss-Einheiten habe, die eine überlegene Reichweite haben, ja, war die Sache eigentlich aus meiner Sicht, da war ich schon ziemlich optimistisch, dass das klappen würde. Problematisch vielleicht ein bisschen die viele Kavallerie, die er hat, aber das war jetzt eigentlich auch gut. Er hat seine Kavallerie nicht geschickt, um seinen Kumpel zu unterstützen, sondern er hat seine ganze Kavallerie eigentlich auf meinen Flügel genommen. Und ihr werdet sehen, er wird sich dann hier so ziemlich an meinen Billigeinheiten die Zähne ausbeißen und verliert unglaublich viel Koku. Gut, also. Moral-Dojo noch nicht ganz unter Kontrolle, dürfte aber bald der Fall sein. Bogen-Dojo haben sie mittlerweile, aber bringt ihnen nicht wahnsinnig viel, weil auf der Map mit dem ganzen Wald hier, das, naja, ist gar nichts. Helkanis, er musste eigentlich warten, bis seine Bogenkriegermönche, die haben ja eine Aufwärmzeit, also man kann den Kriegsschrei von den Bogenkriegermönchen, den kann man nicht sofort einsetzen, sondern es braucht eine gewisse Zeit. Und ja, die habe ich ihm hier dann verschafft. Mein Gegner war ein bisschen aggressiver, weil ich denke, jetzt hat, sehen wir hier das Moral-Dojo. Jetzt gehört uns das Moral-Dojo und jetzt hat er hier Bogen, nicht Bogenkriegermönche, jetzt hat er hier Naginata-Kriegermönche mit 20 Moral. Die sind eigentlich unbesiegbar. Also ab dem Zeitpunkt war die Sache klar. Ich muss halten und er kann rushen. Und mein Gegner, der hat das dann eigentlich auch begriffen. Weil er war dann doch ein bisschen offensiver. Aber auch letztlich zu zaghaft. Also bereits jetzt waren die beiden eigentlich deutlich im Nachteil. Weil sie die Initiative, die hatten wir jetzt. Das heißt, sie mussten reagieren. Und er macht das jetzt hier, er schickt seinen Naginata-Begleiter. Hier drüben wird es dann so ein bisschen Geplänkel geben. Gleichzeitig rollt jetzt hier der Helkanis-Express an mit diesen extrem starken Einheiten. Kriegt zwar ein bisschen Luntenschlossfeuer ab, aber ist eigentlich auch egal, weil das bleibt alles bei seinen Begleitern hängen hier. Gleichzeitig hier drüben jetzt auf der Flanke Kavallerieattacke und ihr seht, er schickt seine sündhaft teuren Kavallerieeinheiten, schickt er hier in meinen Begleitertross. Ich kann ihn mit der eigenen Kavallerie abfangen und da verliert er unglaublich viel Geld. Weil seine Kavallerie ist viel, viel teurer als meine Kavallerie und er kämpft hier gegen Begleitereinheiten. Er wird den Kampf gewinnen, aber das kostet wieder Zeit. Ich kann hier schön schießen, seine Begleitereinheiten. Und gleichzeitig kommt jetzt hier drüben, wie gesagt, der Helkanis Express. Unser er hier bringt noch ein bisschen Yari-Kavallerie und Naginata-Kavallerie. Aber eben, ich meine, schaut euch das an. Ich meine, gegen Naginata-Kriegermönche mit Banzai und Kriegsschrei. Da ist einfach kein Land zu gewinnen. Ja? Und die Kavallerie nützt ihm nicht mal was, weil er kann mit Kavallerie gegen Naginata-Kriegermönche nichts ausrichten. Hat hier noch Nodachis mit dabei, verteidigt auch schön seinen General, der Helkanis, macht er gut. Auf meiner Seite eigentlich das wie gehabt. Aus meiner Sicht gab es gar keinen Grund hier, um aktiv zu werden. Ich habe die Linie gehalten, habe mit meinen Lutenschlössern auf ihn geschossen. Hab hier abgeblockt. Ja, aber ihr seht, die Kavallerie, da hat er noch 14 Mann. Da hat er noch ein bisschen Naginata Kriegermönche. Und das sind alles nur noch Rumpfeinheiten. Er hat sehr, sehr viel Geld verloren hier. Gegen mein Billig-Setup. Hier drüben Helkanis, da passiert dann eigentlich nicht mehr viel. Der räumt hier brutal auf. Also wirklich. Alles weggedrückt. Viele, viele Leichen liegen hier rum. Und ja, auf meiner Seite. Als ich dann gesehen habe, dass er hier sich eigentlich durchgesetzt hatte, gab es aus meiner Sicht auch nicht mehr wahnsinnig große Notwendigkeit, um noch zu warten. Weil er hatte das hier sehr, sehr gut gemacht, wirklich. Einfach weggedrückt seinen Gegner.
Und jetzt ist es 2 gegen 1. Und das Einzige, was ich eigentlich jetzt noch machen muss in der Situation, ist die ganze Sache nicht versauen. Schirme hier hinten ab mit den Kriegermönchen. Und er läuft natürlich hier mit der Kavallerie voll rein. Verliert ja auch noch den letzten Rest seiner Kavallerie. So. Gleichzeitig charge ich jetzt mit meinen Katanas hier rein und den Naginata Kriegermönchen. Und Helkanis kommt ja bereits über die rechte Flanke. Meine Lutenschlösser können auch schön feuern. Kann schön die Kavallerie blocken hier drüben. Und jetzt kommt der Helkanis Express von rechts. Charge hier ebenfalls rein. Meine Kriegermönche kriegen Hilfe. Ich komme mit meinen nächsten Einheiten. Das sind jetzt meine Nodachis. Die machen ebenfalls noch einen Kriegsschrei. Und ihr seht, seine Kavallerie, die ist hängen geblieben. Da kommt er nicht weiter. Hat ihm gar nichts gebracht. Mein General ist im Stand and Fight schön geschützt. Bam. Nodachi hier. Da habe ich schön den Ansturm gekriegt. Ja, und der Helkanis Express rollt weiter von rechts. Dieses Spiel war meiner Meinung nach ein durchaus gelungenes Beispiel dafür, wie man sich in einem 2 gegen 2 verhalten muss. 2 gegen 2 ist eben nicht einfach blindes drauf losrennen, sondern 2 gegen 2 ist immer Interaktion zwischen beiden Spielern. Zwischen den beiden Spielern, die zusammenspielen. Das ist eben nicht, das ist kein Einzelkämpfertum, sondern es geht letztlich darum, dass man als Einheit auf dem Schlachtfeld funktioniert. Und das haben wir meiner Meinung nach in dieser Schlacht sehr schön gemacht, der Helkanis und ich. Unsere Gegner waren nicht annähernd so organisiert und sie waren auch nicht annähernd die Spur eines Plans, so wie wir es hatten. Ja, und das hat diesen beiden Ukrainern den Kopf gekostet. Sehr schönes Spiel, finde ich. Gutes Match. GG an Helkanis. Hast du gut gemacht. Freue mich schon auf unsere nächsten Spiele. Er wird so ein bisschen mein Standardpartner in letzter Zeit hier beim Spielen. Und ja, GG an unsere Gegner. Gut gespielt, nicht gedroppt, immerhin. Sehen uns noch die Statistiken an. Ja, wie gesagt, wirklich. 2 gegen 2, das ist einfach anders. Also, ihr habt sicherlich auch schon mal ein 2 gegen 2 gespielt mit einem Kollegen oder ein 3 gegen 3. Das kann man nicht vergleichen mit einem 1 gegen 1. Da kann man auch ein bisschen jeweils ja, spielen mit den Setups. Ihr seht jetzt Statistik, ganz interessant. Helkanis, 793 Feinde getötet. Ja? Ich habe 635 getötet und unsere Gegner, der Renovatio hat 543 getötet und der Humi 737. Ja, wir sehen uns noch ganz kurz an, wie es hier aussieht. Bei mir die Lumpenschlösser, eigentlich auch typisch, weil ich die sehr defensiv verwendet habe. Ja? 131 Kills, sonst eher durchschnittlich. Renovatio, das war glaube ich der Gegner von Helkanis, auch eher nichts Außergewöhnliches. Helkanis, jetzt seht euch mal das an, klar. Seine Naginata Kriegermönche mit Banzai, 109 Kills, 102 Kills, die haben gerockt. Ja, und der Husmi, das war glaube ich mein Gegner, der hat mit seinen Lumpenschlössern ziemlich viel Schaden angerichtet bei mir. Seine Kavallerie hat auch ziemlich Kills eingefahren, wobei hat ihm nicht viel genützt. Ja, war ein schönes Spiel. Und ich sage bis zum nächsten Mal und ciao.